Hallo und herzlich willkommen zu einem Libyen-Spezial der antiimperialistischen Nachrichten von KI-TV aktuell zur Offensive des Grünen Widerstandes, die am 11.11.2011 begonnen hatte. Mein Name ist Chris Hedelmeier. Die libysche Befreiungsfront startete am 11.11. eine große Offensive in allen Teilen des Landes. Die Operationen reichen von clandestinen Bombenanschlägen über Hit-and-Run-Angriffen bis zu konventionellen Schlachten. Die Meinungsfabriken des Massenmörderkartells NATO und ihrer feudalistischen Verbündeten auf der arabischen Halbinsel schweigen zu den Vorfällen. Sawiya. Gestern oder der Nacht davor kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen NCC-Kräften und Kämpfern, die loyal zu Saif al-Islam Gaddafi stehen, über die Kontrolle der Stadt. Nach Berichten von Webseiten, die dem libyschen Widerstand nahestehen, überraschten die grünen Kämpfer die sogenannten Rebellen in Sawiya, die sich nach heftigen Kämpfen aus einem Großteil der Stadt zurückziehen musste. Die Angreifer setzten unter anderem Raketen und Scharfschützen ein. Diese Vorfälle wurden von den Rattenmedien bestätigt, die das Ganze als Kämpfe zwischen Fraktionen der Rebellen herunterspielten, ohne Einzelheiten zu nennen. Widerstandsmedien hingegen berichten von mindestens 10 Toten und Verwundeten sogenannter Rebellen. Grüne Widerstandskämpfer konnten 300 gefangene Gaddafi-Unterstützer befreien. Tripoli. Grüne Patrioten sind zurückgekehrt in die libysche Hauptstadt, um ihre Macht, in der unter Besatzungsregime und Gewaltexzessen leidenden Metropole, zu demonstrieren. Sie schlugen in vielen Teilen der Stadt zu und provozierten nicht nur Verwirrung in den Reihen des Feindes, sondern ebenfalls Kämpfe zwischen verschiedenen Rattenbrigaden. Die Guerillakriegsführung hat sich als äußerst erfolgreich für die Unterstützer des grünen Widerstands erwiesen. Es zeigt, dass es noch viele patriotische grüne Libyer gibt und sie dem NTC, Al-Qaida, Katar und der NATO nicht erlaubt werden, das, was von Libyen noch übrig ist, zu beherrschen. Die Redaktion von KI-TV aktuell möchte in diesem Zusammenhang in Erinnerung rufen, dass tausend irakische Kämpfer der arabischen sozialistischen Baath-Partei nach Libyen gekommen sind, um in Libyen gegen denselben Feind beizustehen, der auch den Irak besetzt hält und seit 1991 etwa 4,5 Millionen Iraker, etwa 20% der Bevölkerung, durch Bomben, Besatzung und Embargo getötet hat. Gaddafi hat den irakischen Widerstand bis zuletzt unterstützt. Die irakischen Kämpfer werden den libyschen Widerstand in der Kunst des Stadt-Guerilla-Kampfes ausbilden und selbst Spezialoperationen durchführen. Die Kämpfe dauern nun 3 Tage und 4 Nächte in folgenden Stadtteilen: Abu Salim, Bab al-Ziza, Dashura, Touristenviertel, Zenata, Ain Sara, Wadi Spring, Koti Shael, in der Nähe der juristischen Fakultät, in Nasser, Djerba, Sukchomo, in der Nähe des Kadra-Krankenhauses, in Salahuddin und in weiteren Teilen der Stadt. Es gab Brände in Salahuddin und Sabah, nicht zu verwechseln mit der Stadt Sabah, weiter Süden im Lande, und anderen Vierteln. Explosionen wurden aus verschiedenen Teilen der Stadt gemeldet, so zum Beispiel Darha und dem Freitagsmarktgelände. An den meisten Kämpfen waren die legendären Raid-Brigaden beteiligt. Raid bedeutet Donner. Es gibt Berichte von NATO-Helikoptern, die den grünen Widerstand angreifen, was bedeutet, dass die NATO lügt, wenn sie behauptet, sie hätte ihre Operation in Libyen beendet. Einige berichten, der grüne Widerstand hätte 3 Helikopter aus Katar abgeschossen. Nach russischen Quellen befinden sich 7000 Kämpfer aus Katar in Libyen. In der Gegend von Sabah in Tripoli wurde Geschützfeuer gemeldet. Es gibt Berichte über eine Gefangenenrevolte in einem der zahlreichen neuen Gefängnisse, die die Ratten angelegt hatten, in dem zahlreiche grüne Widerstandskämpfer inhaftiert sind oder waren. Es gibt Gerüchte, wonach diese Operation Teil eines Plans war, um den Flughafen zu befreien. Benghazi. In Gaza breiten sich die Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen der sogenannten Rebellen weiter aus. Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Bandenführern. Es wird von Toten und Verwundeten berichtet, begleitet von einem Medienblackout der Massenmedien über diese Vorfälle. Syrte. Der grüne Widerstand war in der Lage, einen hohen Rattenkommandanten beim Angriff zu eliminieren, der französischen Taskforce gegolten hatte und einige von den französischen Soldaten tötete. Laut libyschem Widerstand wurde der Anschlag zwischen Syrte und Achabia durchgeführt. Die libysche Befreiungsfront, angeführt von Saif al-Islam al-Gaddafi, übernahm ihrerseits auch die Verantwortung für die Kämpfe in Sawiya. Augenzeugen berichten dort
von Anwohnern, die durch die Stadt fahren und patriotische Lieder singen und grüne Fahnen schwenken. Der Radiosender der sogenannten Rebellen Sabiha seinerseits berichtet von ihren eigenen vermissten Anhängern. Bani Walid. Grüne Pro-Gaddafi-Demonstrationen finden statt und die Menschen schwenken grüne Fahnen. Ein aktueller Hinweis. Nach Berichten von Libya SOS kursiert ein falsches Video mit einem Statement eines vermeintlichen grünen Widerstandskämpfers. Die libysche Befreiungsfront hat, wie Libya SOS berichtet, jegliche Video-, Audio- und andere Medienberichte untersagt und es werden keinerlei Reden veröffentlicht oder ohne andere Widerstandszellen zu konsultieren. Keinem hochrangigen Kämpfer ist es erlaubt, ohne ihre Erlaubnis Statements abzugeben, die Armee lehnt es ab, mit den Medien zu kommunizieren. Ich entschuldige mich für die Versprecher. Tunesien. Um eine Auslieferung an die NTC-Banden zu verhindern, stellte der libysche Ministerpräsident eine Anfrage an die UNHCR um politisches Asyl. Der frühere libysche Ministerpräsident Bagdad Mahmoudi stellte eine Anfrage über die Anerkennung und Garantie seines Status als politischer Folter und um eine Auslieferung an den NTC durch Tunesien zu verhindern. Der NTC ist für brutale Misshandlungen und Folter seiner Gefangenen bekannt geworden. Der tunesische Präsident hat sich bisher als demokratisch und die Menschenrechte respektierend erwiesen. Der grüne Widerstand geht weiter überall in Libyen. Das Volk weist die Quasi-Regierung von NTC Al-Qaida zurück. Die Libyer sind nicht begeistert über die demokratischen Plünderungen und Vergewaltigungen, Diebstähle und Hinrichtungen. Es liegt nichts Demokratisches in der Aushetzung jedes Gesetzes, das nicht in völliger Übereinstimmung mit der Scharia steht und in der Durchführung von Rachemorden. Die Libyer hatten einen sehr hohen Lebensstandard und die demokratischste Regierung aller Länder der arabischen Nation. Die Libyer werden das nicht vergessen, unabhängig davon, wie NTC, Al-Qaida und die NATO auch versuchen, Lügen zu verbreiten. Aktuelle Meldung. Schwere Kämpfe im Stadtzentrum von Zawiya. 30 neue Panzer mit grünen Fahnen wurden zum ersten Mal gesehen. Unbestätigte Meldungen zufolge führt Saif al-Islam den Kampf an. Die sogenannten Rebellen sind geschockt und verstehen nicht, was geschieht, wie ihre Webseiten berichten. Ein Militärsprecher des NTC bestätigte, dass sie dort nun gegen professionelle Soldaten kämpfen würden und nicht gegen amateurhafte Freiwillige. Das war das Libyen-Spezial von KI-TV aktuell mit Chris Hedelmeier. Wir bedanken uns besonders bei Libya SOS, dessen Artikel als Informationsquelle für dieses Libyen-Spezial diente. Für aktuelle Meldungen verfolgen Sie auch weiterhin die KI-TV aktuell Videoausgaben der deutschen Nachrichten von World Jamahiriya Radio. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.